Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, lasst mich mit einer Frage anfangen. Stellt euch mal vor, ihr wollt eine neue Sprache lernen und ihr seid auf der Suche nach jemandem, der euch das beibringt. Würdet ihr eher den nehmen, der das auch erst seit kurzem spricht, die Sprache, oder eher den, der das schon jahrelang spricht und super spricht? Ja, ich denke, die Antwort ist eindeutig. Ne? Oder ihr wollt schwimmen lernen. Würdet ihr lieber den Albert als Lehrer nehmen oder mich? Ich weiß nicht, ob das eine weise Entscheidung ist. Ja, also wenn wir was lernen wollen, dann suchen wir uns einen Lehrer, dann suchen wir uns jemanden, zu dem wir aufblicken können, der davon Ahnung hat, wo wir uns dran orientieren können. Und wenn man eine Ausbildung macht, dann hat man irgendeinen Meister an der Hand, der sich auskennt, der weiß, was man in dem Job alles tun muss, lernen muss. Und ich möchte mit euch heute über den Glauben reden. Und auch im Glauben gibt es Glaubenshelden, gibt es Leute, zu denen wir aufblicken können, die ja, viel Glauben hatten und an denen wir uns orientieren können. Und dazu würde ich mit euch gerne Hebräer 11 lesen ist ein bisschen längerer Text. näher erschrecken. Wir gehen alles ganz in Ruhe durch. Entspannt euch schön und genießt das Wort. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er noch immer zu uns. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens, denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er, auf, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammte ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu bekommen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne im Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war, und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Durch den Glauben segnete Isaak seine beiden Söhne Jakob und Esau. Er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. Durch den Glauben segnete Jakob, als er alt geworden war und im Sterben lag, die beiden Söhne Josefs und verneigte sich auf seinem Stab gestützt anbetend vor Gott. Aus Glauben sprach Josef unmittelbar vor seinem Tod davon, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten führen würde. Er war sich dessen so sicher, dass er ihnen befahl, bei ihrem Auszug seine Gebeine mitzunehmen. Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun könnte. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich auf, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah die großen Belohnungen entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter. Weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passer zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihrer erstgeborenen Söhne nicht tötete. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Doch die, als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Durch den Glauben marschierte das Volk Israel sieben Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Durch den Glauben kam die Prostituierte Raab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, denn sie hatten die Kundschafter freundlich aufgenommen. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihren geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden ins Gefängnis angekettet, manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet, einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb konnten sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Ja, das war mal ein langer Text. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ja, lasst uns einfach Stück für Stück durchgehen, ne? was der Text uns über den Glauben sagen will. Was ist nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert, In Vers 1. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer mal wieder sehr grundlegenden Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist Glauben? Habt ihr sicher alle schon mal gemacht und ich hoffe, dass ihr alle im Glauben wächst und deshalb wird eure Antwort jetzt vielleicht auch anders ausfallen als ich sage jetzt einfach mal vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren. Was ist nun der Glaube? Wir nehmen den Satz mal ein bisschen auseinander. Also erstens Vertrauen auf das, was Gott in der Bibel offenbart hat. Also Vertrauen auf das, in, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Könnt ihr euch noch an eure Bekehrung erinnern? Wie geht es denn los? Es geht damit los, äh, der Anfangspunkt des Glaubens ist immer, dass wir begreifen, dass Gott wirklich der ist, der vorgibt zu sein. So haben wir alle angefangen im Glauben. Und der zweite Teil ist die Überzeugung, dass wir nicht alles sehen, was existiert. Also spätestens an der Steckdose ähm, könnte da bestimmt alle zustimmen. Ne? Wenn wir glauben, dass Gott seine Zusagen erfüllen wird, obwohl wir nichts sehen, dann beweisen wir wahren Glauben. In Johannes 20 steht, glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und im 1. Petrus 1 steht, ihn lieben wir, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Obwohl, wir ihn nicht, obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr als Kind Geburtstag hattet? Meistens musste man ja immer rechtzeitig irgendwie in sein Zimmer gehen oder ins Bett und dann wurde was vorbereitet. Man wusste, es wird ein Geschenk geben, aber man war sich nicht sicher, was ist es denn und wie wird es denn sein. Es war eine Überraschung. Und so ist das eine Mischung aus Gewissheit und Vorfreude. Und weiter heißt es, aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Glauben ist also etwas, wo wir Anerkennung bei Gott finden können. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Vers 3. Gottes Wort hat Macht. Durch sein Wort ist das Universum entstanden, und Gott war der Einzige, der dabei war. Er ist der einzige Zeuge, ihm können wir da vertrauen. Und wenn wir im Text weitergehen, geht es jetzt los mit den Glaubenshelden. Er beginnt es beginnt mit Kain und Abel. Interessant, dass es nie mit Adam und Eva losgeht, sondern mit ihren Söhnen. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht der So noch immer zu uns. Mit der Geschichte haben ja manche so ihre Probleme. Dann sagen ja warum nimmt denn Gott nicht keins Opfer an? Das ist ja total ungerecht. Abel muss irgendwie eine Offenbarung gehabt haben, dass sich der sündige Mensch Gott nur aufgrund von vergossenem Blut nähern kann. Und kein steht für den vergeblichen Versuch des Menschen, sich selbst durch gute Werke zu erlösen. Es waren nicht die persönlichen Vorzüge von Abel, die Gott dazu hörten, ihn als gerecht anzusehen. Vielmehr waren es die Vorzüge seines Opfers, das er brachte und sein Glauben daran. Und wenn wir das in der Analogie zu heute sehen, wir werden auch nicht wegen unseres Charakters oder wegen unserer guten Werke gerechtfertigt, sondern aufgrund der Tatsache, dass das Opfer Christi vortrefflich ist und wir auf dieses Opfer vertrauen. Es ist reine Gnade. Abel wurde von keiner ermordet, weil das Gesetz die Gnade hasst. Der selbstgerechte Mensch hasst die Wahrheit, dass er sich nicht selbst retten kann, und sich auf die Liebe sowie Gnade Gottes verlassen muss. Der nächste Glaubensheld ist Henoch, der nie gestorben ist, sondern Gott hat ihn einfach zu sich genommen. Sein Glaube hat Gott Freude gemacht, und ich bin mir sicher, dass das hoffentlich dass das mit unserem Glauben auch so ist. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnen wird. Ja, es ist einerseits so einfach, zu Gott zu kommen. Was gibt es denn für Anforderungen? Sprüche 8, Vers 17, ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, findet mich. Das klingt wirklich einfach, aber diese Einfachheit ist manchmal auch eine Hürde. Das kann doch nie so einfach sein. Ich muss, mich das doch, ich muss mir das doch irgendwie erarbeiten oder verdienen. Ich muss das da selbst irgendwas machen. Nein, musst du nicht. Das ist reine Grade. Gnade. Es ist so wie, einfach, wie Gott es beschreibt. Aber die bloße Anerkennung seiner Existenz ist nicht genug. In Jakobus 2 lesen wir, Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben sogar die Dämonen und sie zittern vor Angst. Gott möchte ja einfach nur, dass wir an ihn glauben. Da wird es viele Leute geben, die sagen, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber nichts von ihm wissen wollen. Gott möchte eine persönliche und dynamische Beziehung mit dir, die dein Leben verändert. Und es gibt nichts an Gott, was die Menschen, was den Menschen unmöglich macht, zu ihm zu kommen. Das Problem liegt immer an den Menschen selbst, an dem menschlichen Willen. Wenn wir weitergehen, kommt als nächstes Noah und seine Familie. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Hast du schon mal einen Ruf von Gott gehört? So eine, so eine ganz verrückte Sache, die du dir eigentlich gar nicht vorstellen kannst? Oder so einen Ruf zu irgendwas, wo du sagst, das kann ich eigentlich gar nicht. Das ist zu groß für mich. Was wird denn dein Umfeld sagen? Werden die mich auslachen? So wie Noah von seinen Mitmenschen aus belächelt und verspottet wurde, dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir, wenn andere Leute unseren Glauben belächeln. Ich muss an dem Vers, na, dass Noah diese Arche gebaut hat äh, und diesen Ruf gehört hat, immer an die äh, FEG Rheinbach denken. Die waren 20 Mitglieder, als die angefangen haben, das Gemeindehaus für über 200 Leute zu bauen. Und das hat mich sehr beeindruckt, als ich die Geschichte gehört habe, was das für ein Ruf von Gott gewesen sein muss, der gesagt hat, baut so ein großes Gemeindehaus. Der nächste Glaubensheld ist Abraham. Als erstes wollen wir uns mit dem Auszug Abrahams aus seiner Heimat befassen. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens, denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst war. Bevor ich Olga geheiratet habe, habe ich immer gesagt: Ich werde mal nie ein Haus kaufen. Ich will flexibel bleiben für Gott. Wenn du so ein Haus gekauft hast und er ruft dich irgendwo anders hin, das das geht ja nie. Ja, es kam alles anders. Ne? ich habe meine alte Heimat verlassen und ich habe ein Haus gekauft. Und die große Frage dabei ist ja: Bin ich immer noch bereit für Gott alles aufzugeben, alles zu verlassen? wenn er ruft. Vertraue ich ihm, dass sein Weg gut ist? Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, kann ich sagen, dass Gottes Wege manchmal sehr ungewöhnlich sind. Weiß weiß ja nicht, könnt ihr das bestätigen? Es ist sehr kreativ auf jeden Fall. Olga und ich haben ja in Chemnitz gewohnt und wisst ihr, wie wir hier ins Rheinland gekommen sind? Gott hat die Firma, wo ich gearbeitet habe, bleide gemacht ein paar Monate kein Geld mehr bekommen. Und das war sozusagen seine Führung hier ins Rheinland. Und es ist selten so, dass das so kommt, wie wir uns das im Kopf zurechtlegen, wie unser Verstand das sagt. Aber sein Plan ist immer gut. Und erschrecke nicht, wenn Gott dich auffordert, eine sichere und vertraute Umgebung aufzugeben, um seinen Willen zu tun. Der Wandel im Glauben erweckt bei anderen manchmal den Eindruck, dass man unbedacht und sorglos wäre. Wer jedoch Gott kennt, ist zufrieden, sich blind führen zu lassen, ohne zu wissen, welchen Weg er geführt wird. Der zweite Punkt bei Abraham ist seine Nachkommenschaft. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammte ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Gottes Verheißung sah so unmöglich aus. Er war auf der einen Seite dass Sarah unfruchtbar war, dass sie zu alt waren. Und alles sprach dagegen, dass Abraham Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel bekommen sollte. Das sind die Situationen, wo Gott so richtig wirken kann. Das sind die Situationen, wo nämlich wir Menschen aus eigener Kraft und Anstrengung nichts mehr machen können, nichts bewirken können. Da kann Gott groß werden. Zuerst lachte Sarah, aber dann hat sie geglaubt. Im nächsten Vers kommt dann so ein kleines Zwischenfazit. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Ja, was hat Gott euch zugesagt? Lebt in der Gewissheit, dass Gottes Verheißungen wahr sind? Für alle, die sich jetzt fragen, was sind denn das für Verheißungen, was soll denn das sein, habe ich mal so eine kleine Auswahl rausgesucht. Gottes Tür steht für jeden offen. Gottes Liebe bleibt. Gott ist dein Hirte. Gott macht dich frei. Gott schenkt dir seinen Geist. Es gibt Aufträge von Gott, deren Früchte wir nicht selbst erleben werden. Es kann sein, dass Gott dich dazu berufen hat, Samen zu streuen. Aber die Früchte, die daraus erwachsen, werden vielleicht erst Generationen später ähm, zutage kommen. Abraham hat seine zahlreichen Nachkommen auch nie gesehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Lohn nicht hier auf der Erde ist, sondern unser Lohn ist im Himmel, bei Gott. Und diese Glaubenshelden hatten das verinnerlicht, dass wir hier nur Gäste und Fremde auf der Erde sind. Wie sieht es bei euch aus? Sehen wir uns hier auf der Erde als Gäste oder Fremde? Oder haben wir es uns so richtig heimlich gemacht? Für uns ist es am besten, wenn wir uns nicht so sehr an die Wünsche oder Güter dieser Welt klammern, dass wir sie auf Gottes Anweisung nicht zurücklassen können. Im nächsten Vers. Und sie, bekommen damit, und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten jeder hat sehnsucht nach einer heimat. heimat als ein ort, wo ich hingehöre, wo ich sein kann, wer ich bin, wo ich mich nie verstellen muss, wo ich geliebt werde. diese sehnsucht hat jeder mensch. und das problem ist, dass die menschen ja diese sehnsucht mit allen möglichen sachen befriedigen wollen. aber es funktioniert nicht. die glaubenshelden haben sich nie um die freuden kanaans, also der abraham, hier, mit den Freuden Kanaans zufrieden gegeben. Sie verspürten stets den Drang nach einem besseren Land. Die Heimat, die hier beschrieben wird, finden wir nur bei Gott. Die ist nicht hier auf der Erde. Und dann heißt es weiter, hätten Sie das Land gemeint, aus dem Sie kamen, dann hätten Sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber Sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat Ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Sie hätten ganz einfach nach Mesopotamien zurückkehren können. Aber das war für Abraham keine Heimat mehr. Danach wird, kommt eine harte Prüfung für Abraham. Kennt die Geschichte sicherlich alle. Na, Gott möchte, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfert. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen. Als Gott ihn auf die Probe stellte, Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken, erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Aus Sicht des Glaubens war das ein Dilemma. Wir haben auf der einen Seite Gottes Verheißung, dass Abraham zahllose Nachkommenschaft bekommen soll. Und die Verheißung ist wahr. Und auf der anderen Seite soll er seinen einzigen Sohn opfern. Das passt nicht zusammen. Aber in Vers 19 wird die Antwort gegeben: Dass Isaak starb, war für Abraham nie war keine Option. Er hatte die Gewissheit, dass Gott das alles unter Kontrolle hatte. Und Gott ließ nicht zu, dass Abraham Isaak tötete. Er ersparte ihm den Schmerz, den er sich selbst aber nicht ersparte, als er seinen eigenen Sohn Jesus ja, sterben lassen musste. Was sind unsere Opfermomente? Gibt es Sachen in unserem Leben, wo Gott will, dass wir sie opfern? Vertraust du darauf, dass Gott dir mehr gibt, als durch das Opfer wegfällt? Gott scheint unseren Glauben manchmal zu prüfen. Weil Abraham bereit war zu geben, erhielt er mehr, als er sich hätte vorstellen können. Und weiter geht es dann mit Isaak, seinem Sohn. Durch den Glauben segnete Isaak seinen beiden Söhne Jakob und Esau. Er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. Was wird aus unseren Kindern werden? Macht ihr euch manchmal Sorgen um eure Kinder? Wie geht es euch denn, wenn eure Kinder gerade irgendwo unterwegs sind und äh, ihr gerade keine Kontrolle habt, ihr vielleicht nie wisst, was sie gerade machen, wo sie genau sind? Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir alles uns ständig unter Kontrolle haben. Wir können und sollen auch nie ständig über unseren Kindern kreisen. Lasst uns unsere Kinder segnen, weil wir wissen, dass Gott die Zukunft in seiner Hand hat. Wir sind auf Gott angewiesen. Und weiter geht es in der Antafel. Durch den Glauben segnete Jakob, als er alt geworden war und im Sterben lag, die beiden Söhne Josephs und verneigte sich auf seinem Stab gestützt. Anbeten vor Gott. Es gab viele unrühmliche Kapitel im Leben Jakobs. Doch er wird hier trotzdem als Glaubensheld geehrt. Sein Charakter wandelte sich mit zunehmendem Alter zum Positiven hin, bis er schließlich in Herrlichkeit starb. Ich werde ja nächsten Monat 40, und wenn ihr mich mit 20 kennengelernt hättet, wäre ich, glaube ich, ein ganz anderer Mensch gewesen. Olga und ich wir witzeln manchmal, wenn wir uns eher kennengelernt hätten, dann wären wir auf jeden Fall nie zusammengekommen. Und ja, so ist es, dass wir uns verändern, hoffentlich zum Positiven. Und ich finde es tröstlich, dass ich einen lieben Gott habe, der mich immer mehr verändert zu sich hin, der mich befreit, so dass ich ihm immer näher kommen kann, bis irgendwann die Zeit auf der Erde hier zu Ende ist. Aus Glauben sprach Josef unmittelbar vor seinem Tod davon, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten führen würde. Er war sich dessen so sicher, dass er ihn befahl, bei ihrem Auszug seine Gebeine mitzunehmen. Josef war sich sicher, dass Gott die Israeliten aus Ägypten befreien würde. Für ihn gab es keinen Zweifel. Glaube bedeutet, im Vertrauen auf Gott zu tun, was er will ohne sich die Umstände oder, den, oder von den Konsequenzen abhalten zu lassen. Und wenn wir gerade mal beim Thema Umstände sind, dann kommen wir zum nächsten Glaubenshelden. Durch den Glauben versteckten, versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Ja, Die Umstände von Moses Geburt kann man als schlecht bezeichnen. Viele Kinder sind umgekommen. Die Situation für die Israeliten wurde immer schlimmer. Wie sind deine Umstände denn gerade? Läuft alles glatt oder eher nicht? Wir haben ja gerade schon das Thema Kinder. Ne? Die Situation, die die Israeliten hatten, war unvorstellbar. Aber vertrauen wir darauf, dass Gott auch in den schlimmsten Situationen wirkt und alles unter Kontrolle hat? Unsere Verantwortung besteht darin, für unsere Kinder zu beten und sie darauf vorzubereiten, die Aufgabe zu erfüllen, die Gott für sie vorgesehen hat. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Kommt ihr vielleicht aus einem nichtchristlichen Elternhaus, so wie ich? Oder habt ihr irgendwelche Verhaltensweisen von euren Eltern übernommen? Gute wie schlechte? Wenn es euch geht wie mir, dann fallen euch bestimmt ein paar Sachen ein. Ich halte es für wichtig, dass wir am Wort Gottes unser Elternhaus und das, was wir mitnehmen, analysieren. Prüft alles, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und Mose hat das hier getan. Er hat sich nie für den einfachen Weg entschieden. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiten, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah den großen Belohnungen entgegen, die Gott ihm geben würde. Mose hatte ein reiches, sorgenfreies Leben am Königshof führen können, aber er bekam den Auftrag von Gott. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten, er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passat zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das rote Meer, als wäre es trockenes Land. Doch als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Ja, wie wir vor uns festgestellt haben, die Umstände waren nicht die besten. Aber Mose vertraute Gott und Gott schenkte den großen Ausweg. Die Ägypter wollten dagegen ankämpfen, aber hatten keine Chance. Wenn Gott befreit dann richtig. Und das gilt auch nicht nur für die Israeliten. Habt ihr irgendwelche Pharaonen, die hinter euch herreiten, die euch Angst machen? Vertraut darauf, dass Gott eine Exit Strategie hat. In den nächsten Versen machen wir einen kleinen Sprung von Ägypten nach Jericho. Durch den Glauben marschierte das Volk Israel sieben Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Durch den Glauben kam die prostituierte Raab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Denn sie hatten die Kundschafter freundlich aufgenommen. Also Militärexperte hat die Taktik wahrscheinlich so nie vorgeschlagen. Aber die Waffen des geistlichen Kampfes sind nicht von dieser Welt. Sondern haben göttliche Kraft, um Festungen zu zerstören. Im zweiten Korinther lesen wir, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Bei Raab sind wir auch wieder beim Thema Umstände. Sie ist eine Prostituierte, sie wohnt in dem Land, was Gott einnehmen will, aber irgendwie hat sie Gott kennengelernt und sie wird ein Werkzeug von ihm. Auch die Kundschafter haben keine guten Umstände. Sie müssen auch darauf vertrauen, dass Gott alles vorbereitet hat. Und sie werden nicht enttäuscht. Wie soll, ich denn, wie soll ich denn noch, was soll ich denn noch alles aufziehen? Habt ihr es noch nie verstanden? Nicht wütend werden, das sind nicht meine Worte, sondern so geht es weiter. Als nächstes werden die Errungenschaften aufgeführt, die sie, sie glaubensselten bekommen haben. Wie ist wie viel soll ich euch noch aufzählen? Es wird uns lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Ja, hier wird eine ganz fundamentale geistliche Wahrheit genannt. Ihre Schwäche wird sich in Stärke verwandeln. Gibt es noch jemanden außer mich, der manchmal mit Stolz zu kämpfen hat? Ich schaffe das doch alleine. Ich brauche keine Hilfe. Ach, schaut mich an, wie toll ich das mache. Und das ist die größte Schwäche dass man sich so stark macht, dass Gott einen nicht mehr stark machen kann. 2. Korinther 12, Vers 9, Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Mein großes Ziel ist, dass meine größte Kraft darin liegt, schwach zu sein und mich von Christus stark machen zu lassen. Zum Schluss kommen noch ein paar Verse, die ihr Unerfreuliches bezeugen. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung in einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden ins Gefängnis, im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt. Wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Ja, wenn ich diese Dinge lese, klingen die für uns in Deutschland so weit weg. Zumindest noch keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Aber das ist auch gleichzeitig das Problem. Wir brauchen da eigentlich in Deutschland gar keinen Gott. Hier herrscht Recht und Ordnung. Wir haben genug zu essen. Wir können alles mit eigenen Händen schaffen. Und das ist die große Gefahr. Wir können geistlich bequem werden uns in den geistlichen Liegestuhl legen. Das, was Mose im Glauben abgelehnt hat, den einfachen Weg am Palast zu bleiben. Wir denken, wir hätten keine Kämpfe, aber da ist so viel geistlicher Kampf. Wir müssen aufpassen, dass wir bereit sind, mit Gott in dieser Welt zu kämpfen. Der Teufel feiert es, wenn wir träge werden. Nirgendwo in der Bibel steht etwas vom Wohlstandsevangelium. Ach, du musst nur glauben, dann sind deine Probleme und Leiten weg. Und wenn du noch Probleme oder Leiden hast oder Widrigkeiten, dann muss ja irgendwas mit deinem Glaubensleben nicht stimmen. Das hat Gott nie versprochen. Schaut euch die Glaubenshelden an, die wir hier durchgegangen sind. Sie sind das beste Zeugnis dafür, dass diese Aussage nicht stimmt. Wisst ihr, eigentlich wollte ich heute über einen anderen Text reden. Ich wollte mit euch über einen Text zum Thema Ermutigung sprechen. Keine Angst, es kommt keine zweite Predigt. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Vielleicht seid ihr eingeschüchtert von den Glaubenshelden oder ihr seid total ermutigt, was die alle erlebt haben und wollt das auch mit Gott erleben. Oder ihr lobt Gott für seine Verheißung, die er uns allen gegeben hat, für seine Treue. Und das ist der Grund, warum Gott uns hier als Gemeinde zusammengestellt hat. So unterschiedlich, wie wir sind, so unterschiedlich, wie wir unseren Glauben leben, so unterschiedlich, wie wir gerade im Glauben auch dastehen. Wir sind die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir sind hier zusammen, weil wir an den Gott glauben, der Wunder tut, der unsere Zukunft kennt, der uns liebt. Und ich will euch ermutigen, dass wir hier gemeinsam im Glauben wachsen. Lasst uns gemeinsam den Weg gehen, den Gott mit Gott gehen. Unser Ziel liegt nicht hier auf der Erde. Unser gemeinsames Ziel ist der Himmel. Lasst uns segnen. Lasst uns ermutigen und helfen. Amen. Thank mm -hmm. you.